Welche Verbindung muss es zwischen m und p aus der Gleichung x² plus mx plus p gleich 0 mit der unbekannten x geben, damit die Differenz der zwei Lösungen 1 ist? Wir wissen also durch die Angaben, dass diese Gleichung zweiten Grades zwei Lösungen hat, deren Differenz 1 ist. Dann nennen wir diese beiden Lösungen a und a minus 1. Die Summe dieser zwei Lösungen kann auf zwei Arten bestimmt werden. Entweder einfach durch die Zahl minus m, Formel von Vieta, oder durch a plus a minus 1. Deshalb muss m dasselbe sein wie 1 minus 2a. Das Produkt dieser zwei Lösungen kann ebenfalls auf zwei Arten bestimmt werden. Entweder ganz einfach durch die Zahl p, Formel von Vieta, oder durch a mal a minus 1. Deshalb ist p gleich zu a mal a minus 1. Weil in den vorgegebenen Antworten die Zahl m Quadrat dreimal vorkommt, bestimmen wir diese Zahl m Quadrat. Wenn m 1 minus 2a ist, dann ist m Quadrat 1 minus 2a im Quadrat. Und durch die entsprechende binomische Formel finden wir, dass m Quadrat gleich ist zu 1 minus 4a plus 4a Quadrat. In dieser Summe können wir 4a ausklammern und so bleibt 1 plus 4a mal a minus 1. Aber a mal a minus 1, das ist klein p. Somit haben wir herausgefunden, dass m Quadrat gleich ist zu 1 plus 4p. Also ist Antwort E die richtige. Diese Frage hätte man auch wie folgt beantworten können. Diese Gleichung zweiten Grades hat zwei Lösungen. Nennen wir sie x1 und x2. Man berechnet diese Lösungen so. Und die Differenz der zwei Lösungen soll 1 sein, was also bedeutet, die größere der zwei Lösungen minus die kleinere der zwei Lösungen muss 1 sein. Die Differenz dieser zwei Brüche führt dann zu diesem Bruch und somit finden wir, dass die Quadratwurzel aus m Quadrat minus 4p 1 sein muss. Wir sind sicher, dass dieser Radikant positiv ist, weil die Gleichung zweiten Grades ja zwei Lösungen hat. Also muss dieser Radikant 1 sein. Und demzufolge muss m Quadrat 4p plus 1 sein. So stoßen wir auch darauf, dass Antwort E die richtige ist. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.